Moin zusammen und willkommen zurück zu Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Im letzten Part haben wir uns noch die letzten Sternzeichen erhascht, mehr oder weniger, haben noch ein paar Verlängerungsräume gefunden, wo einer sehr, sehr verlängerungsmäßig war. Es sind alle sehr verlängerungsmäßig. So, und jetzt hat der Schütze hier das Spiegelbild hier oder was auch immer oder Glasscheibe kaputt gemacht und es steckt da ein Pfeil drin. Und ich habe so das dezente Gefühl, wir sollten da mal eben anpatschen hier und mal gucken, was passiert. Das Pendel schwingt. Okay. Ich habe nichts gemacht. Nein, das ist völlig normal, dass hier so Sachen durch die Gegend schweben. Das ist, gehört so. Oh, meine Fresse. Okay. Gut, da geht's weiter. Wo geht's denn hier oben? Das ist völlig normal, ja. Das ist völlig... Nein, das ist... Oh Gott. Ah, Alchemie, please. Gut. Haben wir die erstmal hier so ein bisschen kaputt. Machen uns erstmal eine Mauer. Damit uns nicht so viel passiert. Hier Bora und... Ja, hier... Ja, da. Ja, bleibt ja nicht mehr so viel Auswahl. Ich glaube, ich mache aber erstmal den Affen weg haben müssen. Wie klar, Affe, und ich mag klar Affen nicht. Oh, jetzt war schon Brummkreisel so. Ist ja ein bisschen... geblendet. Jo, Schlachtruf, alles klar. Au. Ach, hätte den Klebstoff wieder rausgeholt. Ja, das ist ja ein Ding. Mal eben am Boden festkleben, passiert auch nichts. So. So, dann haben wir hier noch Blüte. Und... Oh, dann können wir ja mal machen. Schufel. Versuchen wir es mal mit Esse, wenn schon Fion nicht funktioniert. Und dann haben wir noch Geysir. So, Tür wieder aufgeheilt. Amity ist ausgewichen, schön. Türe kriegt da wieder einen drauf, aber hat auch irgendwie nichts gebracht. 3 Schaden, wow. Ich guck gerade, hat das überhaupt irgendwas gebracht? Weil getroffen hat er der Gegner, ja. Das kleine Wölflein. Aber irgendwie, der Schaden, der blieb ein bisschen aus. So, jetzt machen wir aber mal ein bisschen mehr Schaden. Angriff! Jui! Chiara, please. Kannst mal einen Special Move rauspacken oder sowas. Das wäre ja mal eine Idee. Aber mich kriegt Level Up. Das finde ich auch gut. Das ist völlig in Ordnung. So, was gibt's denn hier weiter? Ist doch bestimmt irgendwas versteckt. Oh, das ist ein Dorf. Okay, was war denn in der anderen Richtung? Ich glaube, da müssen wir nämlich hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt ab dieser Stelle habe ich keine Peilung mehr. Ich habe keine Ahnung. Man kann sagen, es ist blind jetzt. Ich weiß es nicht mehr, was jetzt noch alles auf uns zukommt. Das ist ein bisschen verschwendet, ne? Wie gesagt, ich habe das Spiel nur einmal durchgespielt und ich habe echt keine Ahnung mehr. Das war jetzt schon so ein bisschen Atalanta-mäßig, ne? Darf ich den Bogen behalten? Es gibt einen viel besseren Bogen im Spiel, von daher leider nicht. Aber der Bogen, der noch kommt, der hat einen sehr schönen Spezialangriff. Solche Sachen weiß ich noch, ne? Gerade wegen fallenden Bogen. Ich liebe fallenden Bogen. Aber sonst keine Ahnung mehr, was jetzt noch kommt. Ich möchte gerne hier rüber. Dankeschön. So, was gibt's denn hier oben? Ein Wald. Schön. Da ist doch bestimmt irgendwas versteckt. So wie das schon aussieht. So. Doppelschuss. Miau. 2 Fähigkeiten pro einer Waffe ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Hört ihr auf, um Chiara anzugreifen? Die hat doch nur einen Doppelschuss gemacht. Guck euch das an. Ist wieder halb tot hier. Das geht nicht. Ach. Ich bin mit you. Chiara selber hier. Wind. So. Das fand ich gerade voll nicht in Ordnung. Geht da auch noch auf Miti. Schwerei. Die, nee.
Kann doch hier nicht meine ganzen Lieblinge kaputt machen. Das geht doch nicht. So, was? Oh. Netter Grafikglitch. Okay. Bug. Okay, hier oben ist nix. Da, oh, da geht's hoch. Oh. Fast übersehen. Oh. Entschuldigung. Okay. Ich war gerade etwas sehr, sehr überrascht über diese Treppe, also dieser Aufgang an sich halt, ne? So, ist er wieder aufgeheilt. Kann noch mal ein bisschen wieder mehr Gegner auftauchen. Amity. Ling! Ling! Oh Gott, dieses Geräusch. Soundeffekte, please. Ich würde sagen, kann ich mal wieder ein bisschen schwerer Gegner auftauchen, damit ich meine Djinns einsetzen kann. Oh, ist eine Höhle. Geh in die Höhle rein, Matthew. Oh, die schöne Musik ist wieder da. Oh, die schöne Musik ist wieder da. Das ist super. Das ist gute Musik. So, schmilzt dahin. So. Okay. Ich glaube, ich brauche hier öfters mal einen Feuerball. Dann mache ich den mal eben auf rechts. Aber ich finde, diese Musik finde ich echt klasse. Die können sie in Dungeons öfters bringen, nicht diese andere, wo man fast einschläft. Ein Fläschchen. Das heißt, einschläft, da ist man einfach nur davon genervt. So, hier rüber. Ah, da muss ich hin. Wie komme ich da hin? So. Nochmal den Greifer. Komme ich von hier da dran? Müsste eigentlich. Ich habe eine sehr weite Reichweite in diesem Spiel. Das sollte doch wohl funktionieren. Oh ja. Und schon ist der Boden gefroren. Gut. Man hat, glaube ich, schon gesehen, was es hier gibt. Das sind nämlich so Fackeln an der linken und rechten Seite. Was das wohl wieder bedeutet. Hui. Ich habe die Fackeln angerutscht. So. Was kriegen wir denn Schönes? Moloch. Yay, werde ich nie benutzen. 2 Merkur, 1 Jupiter. Wow. Dankeschön. Moment. Da, na. Zeigen werde ich ihn auf jeden Fall. Aber das ist so eine Beschwerung, die ich werde ich nie benutzen. Selten. Ganz höchstens. Irgend so. Zwischendurch mal. Sowieso mit diesen Beschwörungen nicht so wirklich. Außer mit einer, die wir noch nicht haben. Oder mit zwei, eher gesagt. Boah, eine kriegen wir erst ganz, ganz spät. Weil das alles sehr, sehr stark ist. Kann mal mehr als nur ein Gegner auftauchen? Bitte? Das wäre voll nett. Ich bin mich langsam dezent verarscht. So. Aber wir kriegen schön viele Erfahrungspunkte. Das kann man nicht meckern, dass es so ein Gegner ist, ne? So, ein bisschen mehr? Ja, es ist ein Killeraffel. Da bin ich aber so viel. So, dann nehmen wir mal eben. Gewicht. Und Chiara wird dann mal Moloch zeigen. Wo ist er denn? Da ist er. Und die Ohr. Und ich kann auch mal Moloch zeigen. Nein. Beide. Und da hat uns Ikakumon auch mal wieder begrüßt. Finde ich gut. Harpune! Ja, ich weiß, falsches Spiel. Aber egal! Er sieht aber nicht mehr ganz so stark nach Ikakumon aus wie in den Vorgängern.
Es war schon mal schlimmer. Sah aus wie ein riesiger Hund mit Schlappohren und einem Horn auf dem Kopf. Ja, genau so. Halt! Ich tue erstmal hier dramatische Musik einspielen. Hallo, wir sind... Was wollt ihr? Sei gefälligst nett zu der Dame, oder muss ich dir als Manier beibringen? Sucht Ärger, Eindringlinge, falls ihr auf einen Kampf aus seid, nur zu. Sachte, sachte, wir wollen euch bestimmt keinen Ärger bereiten, nicht wahr, Thüring? Was guckst du mich so an? Er hat angefangen. Passiert das öfter, dass da deine Freunde dich vor deinen eigenen großen Klappe retten müssen? Komm hier rüber, dann sag das nochmal, du. Schluss damit. Hutan. Oh, sorry, vergessen. Aber es ist voll drin, hier von seiner großen Klappe, ey. Das geht ja gar nicht. Vergib meinen jungen Freund sein unhöfliches Verhalten. Was, wenn das bei den Typen um Spion handelt? Dieser trägt ein feuriges Herz in seiner Brust. Er ist sicherlich kein Spion aus Blitz. Mag sein, aber selbst wenn sie nicht hinter uns her sind, so können sie uns immer noch unwissentlich verraten. Wäre es in Ordnung, wenn wir jetzt ins Dorf gehen, dann könnt ihr in zwei in Ruhe diskutieren. Bitte geht noch, hier geht nirgendwo hin. Seid mir ja tolle Wachen, könnt ihr euch mal einigen? Oder, Moment mal, ihr beide seid doch gar keine Wachen, kann das sein? Stimmt's oder habe ich recht? Natürlich habe ich recht, diese Kerle sind auch nur Besucher, also haben sie hier gar nichts zu melden. Also gehen wir einfach. Ich stimme Türe zu, sollen wir? Jo, wir gehen jetzt einfach. Richtig, lass uns ins Dorf gehen, kein Grund uns wegen dieser beiden Sorgen zu machen. Ha, als ob euch einfach so vorbeilassen würde. Bitte entschuldigt. Aua! Autsch, das tat weh. Bitte, tretet ein. Ich bin Thüre und das hier ist Matthew. Danke fürs Durchlassen, Opa. Erstmal vorstellen, geil, oder? Geh einfach und der Rest wird nicht vorgestellt. Geil. Oh, Mann. Hat er ihn sonst wohin geschlagen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Hallo. Bitte geht jetzt. Ich hab deinen Namen nicht gedingst. Ah, verdammt. Das ist auch so wichtig. Okay, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen hier. Jo, boah, dann ist die Luft recht dünn. Viele, die uns besuchen, können nur schwer atmen. Unsere Schafe und Ziegen haben uns vom Morgen bis hierher geführt. Die scheint ja die Luft nichts auszumachen. Sind ja auch Schafe, die kriegen ja nichts mit. Das sind sehr, sehr flauschige Schafe. Mäh. Hinterher, nein. Ich weiß ja, wer das ist. Deswegen. Berlins Hauptstadt von Morgai liegt quasi auf dem Wasser. Der Ausblick ist hinreißend und die Stadt ist durch das Wasser vor einem direkten Angriff geschützt. Wie gesagt, ich weiß, wer das war, weil will ich jetzt nicht hinterher. So, also schauen wir uns noch erstmal hier so ein bisschen um. Da steht sowieso. Oh! Da steht irgendjemand. Und da ist ein Schaf! Es wurde wahrscheinlich gerade geschoren. Jetzt ist ihm kalt. Oh, komme ich da hin? Oh, über den Baum. Ich glaube, ich weiß schon, wie ich an den Gin komme. Schaf ist ein bisschen kalt. Ganz dezent. So. Wer schert auch ein Schaf mitten im Winter? Besonders hier oben. Na gut, den Schafen scheint es auch so machen. So, aha, okay, dann kann man hier runter. Da steht das Schaf immer noch im Weg. Ich glaube, ich mache mal hier die Fackel an. Das arme Schaf. Oh, jetzt freut es sich. Mäh! Hallo, Gin. Kann ich nicht das Schaf mitnehmen? Ich bringe es an einen warmen Ort. Oh, eine Furie gekriegt. Sorry. Das blöde Schaf.
Dieser Wutgeist lebt in Terra und sammelt den Groll der Verstorbenen, um deren Wut auf seine Feinde zu entlassen. Und das sieht sehr brutal aus. Das sah damals schon auf Golden Sun 2 sehr brutal aus. Gehen wir mal kurz hier. Einmal tauschen. Und ja, machen wir Fjord dafür weg. So. Und einmal nach vorne. Fusigel am besten. So. Euphorie. Ruf verlorene Seelen zur Hilfe. Alles klar. Wird gemacht. Gut, dann, ja, ein bisschen haben wir noch Zeit. Können wir uns hier noch ein bisschen umschauen. Fangen wir einfach mal hier hinten an. Die Ruinen von Tepe sind voller Fallen und Hindernisse. Ich konnte irgendwann nicht mehr weiter. Also so wie das Ouroboros. Total gefährlich und so. Diese alten Ruinen sind Überreste der Heimat der Genei und liegen im nördlichen Rand des Kiringebirge. Die goldene Sonne hat die Ruinen beschädigt, weshalb sie in einem sehr schlechten Zustand sind. Die böse Sonne. Also nö. Hast du schon wieder nach Tiang Yus Tasche gesucht? Oh Gott, wer ist Tiang Yus? Dieses junge Mädchen scheint in einer eigenen Beziehung mit Ryoko zu stehen. Okay, wer ist Ryoko? Ryoko. Wer ist denn der Ryoko? Oh, hallo, sag mal, würdet ihr uns Bescheid geben, wenn ihr eine elegante Tasche findet? Ja, natürlich. Das werde ich sowieso wieder vergessen. Das wäre sehr nett von euch. Die Sorge um Tian Yu macht mich doch ganz verrückt. Total, ich bin so aufgewühlt. Ich weiß gar nicht. Ey, Papier! Hinterher! Okay. Die werden wir doch früh genug sehen. Hallo. Kommt aus dem Süden? Ja. Wir warten nach Südenreise, doch leider konnten wir keine Fahrt über das Gebirge finden. Okay. Shop gehe ich gleich rein. Erstmal die Hose gucken. Wir werden ja auf jeden Fall bewacht. Bewacht, sag ich schon, verfolgt. Mein Gott, was ist hier denn los? Gehört auch zu diesen Kriegern, die versucht haben, Tiang Yu zu retten. Ja, wir haben alles versucht, aber die Verteidigungsmauern von Berlin sind uneinnehmbar. Wenn es nur jemand gäbe, der uns helfen würde. Zum Beispiel du, der da ganz zufällig in der Gegend rumsteht und wir eigentlich gar nicht wissen, wer das ist. Das alles ist ein schlimmer Albtraum. Wir konnten nicht einmal Tiang Yus Tasche finden, was total wow ist. Die arme Tasche. Ey, was habt ihr hier drin verloren? Ach, ihr beiden schon wieder. Mein Herr, ich tut mir leid. Keine Sorge, du kannst jetzt gehen. Hat er sich wieder eingekriegt. Es ist so angekommen, dass ihr in der Stadt rumschnüffelt und Fragen stellt. Tut mir gar nicht, wir laufen wieder rum. Woher kommt ihr und was führt euch zu uns? Wir reisen nur so durchs Land, wuscheln uns so durch. Was schwafelst du da? Sag uns die Wahrheit. Weil ihr nicht ständig ins Wort, Ryoko. Sonst werden wir niemals die Beweggründe unserer Besuche herausfinden. Okay, das ist der Ryoko. Dieser heißblütige Sanan lebt in Teyaria. Es hat den Anschein, dass er auf der Flucht für irgendetwas oder jemand ist. Okay. Dein Gelassenheit beschämt mich. Ich hätte mich nicht so gehen lassen dürfen. Bitte um Entschuldigung. Vielleicht können wir euch helfen. Seid ihr vielleicht zufällig auf dem Weg Richtung Norden nach Morgalna? Ja, wir wollen nach Belinsk. Dann macht euch auf einen mühsamen Weg gefasst. Seid ihr bereit, die steile Bergwand bis nach Morgal hinabzuklettern? Wir springen einfach runter. Nein. Doch, Reef, du springst einfach runter und dann bist du da. Ich finde, das ist eine gute Idee. Eine ehrliche Antwort. Wer unvorbereitet eine solch zermürbende Kletterpartie wagt, spielt mit seinem Leben. Ich würde euch raten, den Bergpfad zu umgehen und stattdessen durch die Ruinen von Tepe zu gehen. Susa, Ayuta, Hatsit, warum hilfst du ihnen? Das ist der AZ. HZ, ja, dieser alte Mann ist Ryokos Lehrmeister, Mentor und Freund. Er ist ruhig, hat stets einen kühlen Kopf und hält seine oftmals heißblütigen Schüler gekonnt im Zaum. Ich habe ein gutes Gefühl bei dieser Sache. Sie wollen nach Morgal. Gut. Sollt ihnen Erfolg ihrer Reise nicht voreilig absprechen.
Wir sollen also durch diese Ruinen von Tepe? Erstmal eine Frage, wie seid ihr denn ins Kriegwehr-Hochland hierher gekommen? Wie auch immer gewollt, könnt ihr wohl schlecht von dort gekommen sein. Also müsst ihr entweder aus dem Osten oder vom Westen hierher gereist sein. Der Weg über den endlosen Wald ist jedoch den Sanan vorbehalten, also bleibt nur der Westen übrig. Der endlose Wald. Dieses massive Bauwerk trennt AJ und Morgan voneinander. Also die chinesische Mauer. Alles klar. wenn ihr vielleicht aus Westen kommen seid, dann müsst ihr Depp sein. Was für eine Schlussfolgerung. Und was, wenn es so wäre? Dann würden die Ruinen von Tepe kein Problem für euch darstellen. Diese Kinder sollen Adepten sein! Die Ruinen von Tepe finden sich nördlich von Tirial. Dieses Nomadendorf liegt im Kirin-Gebirge. Seine Bewohner betreiben Ziehfucht. Genau, Ziehfucht und wandern umher, um ihr Überleben zu sichern. Ziehfucht! Die Dinge sind verwinkelt und ich würde die Ruinen nicht gerade als heimeligen Ort bezeichnen. Aber da ja, der soll ich doch kein Problem. Also brauchen wir es wieder hier, um sie zu durchqueren. Genau so ist es. Ich habe das Gefühl, dass ihr es eilig habt. Wir wollen euch nicht länger aufhalten. Nicht wahr, Reiko? Ne? Wenn ich bloß solche Kräfte hätte, dann könnte ich Tian retten. Hör nicht auf, Reiko. Er meint es nicht böse. Macht euch lieber auf den Weg zu den Ruinen von Tepe. Bruder springt einfach die Klippewand runter. Nun, es sieht so aus, als stünde unser nächstes Ziel fest. Dann machen wir uns auf den Weg. Okay. Aber vorher rede ich mit dem Schaf. Mäh. Ich mag die Schafe. Ich will eins mitnehmen. Kann ich eine gegen einen Djinn eintauschen? So eine, die ich nicht brauche? Das wäre voll cool. Zum Beispiel Eta. Okay. Gut. Dann schauen wir uns im nächsten Part hier noch ein bisschen länger um. Gucken mal, was das für eine komische, zwielichtige Gestalt ist, die uns hier verfolgt oder uns beobachtet. Wenn sie denn nochmal auftaucht, der ist jetzt nicht. Muss noch ein bisschen rumgucken hier, dann kommt sie wahrscheinlich irgendwann. Gut. Also ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder bei Golden Sun, die dunkle Dämmerung. Also tschüss und bis dann.